Leute, mal wieder Intro vergessen, so wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt's nicht anders. Aber Leute, ich habe mir mega viel Mühe gegeben beim Schnitt. Deswegen lasst auf jeden Fall Liebe da, lasst mal ein Like da. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Okay, stell dich mal vor. Amina 15. Alessandra 17 Jahre alt. 17? Ja. 17. Ja. Da dachte ich jetzt jünger. Einmal die Maske auf. Warum? Maske ab. Maske auf. Scheiße, ist das Spaß. Maske ab. Einmal die Maske auf. Ich will sie verarschen. Stell dich mal vor. Nee. Was? Lass dich vorstellen. Ganz normal vorstellen. Mach du. Hey, hallo. Was ist das, Digga? Stell dich mal vor. Ich bin Selina, bin 14. Was? Und ja. Guck mal, wie groß sie ist, ne? Du bist 14. Hm? Sie ist 3 Meter, wenn sie 18 ist oder so, ne? Ey, guck mal, so, ne? Du bist nicht auf dem Laufsteg oder so, soll ich dir einfach nur mal vorstellen. Weil du läufst hier so hin und her, so. Ich bin Josie und bin 17. Hi. Und du? Ich bin Kira und 16. Kira? Ja. Okay, wenn du Kira bist, ne? Dann musst du ja schlau sein. Na klar. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut, ja. Und dir? Auch gut. Warum geht's euch so gut? Tolles Wetter. Und dir? Ja, auch das Gleiche. Einfach das wiederholen, was sie sagt, damit sie eine passende Antwort gefunden hat. Aha, und jetzt wieder lachen, obwohl ich gar keinen Witz erzählt habe. Und einmal die Maske ab, bitte. Sehr schön. Einmal die Maske auf. Was ist der Plan? Was ist der Sinn? Was sind eure Hobbys so? Ha? Was sind eure Hobbys? Ich spiele gern. Was für ein Spiele? Film auf ihn, Mann! Ja, okay, Digga, er ist einmal kurz dahin, film er 15 Jahre dahin, Digga, bester Kameramann. So, und dann erzählt mal, was sind eure Hobbys so? Hobbylos? Das habe ich dir sogar geglaubt. Oh! Und bei dir? Ich mache auch nichts. Ich mache gerade ein Praktikum, keine Zeit. Keine Zeit für Hobbys, ne? Ja. Waren davor deine Hobbys, die du jetzt aufgeben musstest wegen deinem Praktikum? Ich habe damals getanzt. Getanzt, ne? Musstest du aufgeben wegen Praktikum, keine Zeit mehr. Nein, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber Praktikum als Grund nehmen, ne? Aber Praktikum als Grund nehmen. Ja, klar. Ja, guten Morgen. So Leute, ich würde sagen, wir können mal fragen, ob wir unsere Playstation hier aufstellen können. Ihr könnt download die App. Ja? Kann ich da Playstation drauf spielen so? Ach, würde cool sein, aber keine Playstation. Schade, ja. Ich würde Playstation spielen leider, ja. Bis zu 50% Rabatt essen. 50% nur? Also das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Ich würde gerne umsonst, ja. Wie läuft es bei euch so mit Jungs? Da muss es doch jetzt aber laufen, oder? Oder hast du da auch keine Zeit wegen dem Praktikum? Nee, eigentlich keine Lust gerade so. Nee, keine Lust, ne? Jetzt kommt die entscheidende Frage. Habt ihr schon eine Erfahrung mit Drogen oder so? Nein. Gar nicht? Nein. Jetzt kommt die entscheidende Plusfrage. Ihr habt noch nie Alkohol getrunken. Doch. Ja, doch. Und wieder, ja. Genau, Alkohol ist keine Droge, nee. Ihr habt noch keine Erfahrung mit Drogen. Wir haben noch keine harten Drogen genommen, aber Alkohol schon. Boah, warum guckt sie mich so an? Junge, willst du mich umbringen oder was? Oha, Alter, was hab ich hier getan, ja? Macht die ja mal nichts. Wir wollen einfach nur so gucken. Also eigentlich wollten wir shoppen gehen, aber haben nichts gefunden. Einfach mal gucken, ne? Ja. Was so gucken? Anziehsachen. Jungs so, ne? Ja, ein paar. Und schon einen gefunden? Schon einen Traummann gefunden so? Nein. Suchst du nach einem Traummann? Ja, wer nicht? Es geht mir ja nicht ums Aussehen, eher um den Charakter. Eher um den Charakter, ne? Und du, schreibst du welche an? Ja, ein, zwei, aber jetzt nicht immer. Also. Okay. Sehen die gut aus? Ja. Ja? Ja. Richtig gut, oder? Nein. Ja, doch schon. Ja? Ja. Das würdest du die nicht anschreiben, ne? Ja. Habe ich nur Charakter zählt. Nur Charakter zählt. Oh, Scheiße. Da habe ich dich erwischt, ne? Es geht mir ja nicht ums Aussehen, eher um den Charakter. Okay, man sollte auch auf Charakter, auf Aussehen achten, aber jetzt nicht so viel. So nee, nicht so viel, sonst hätte ich dich nicht angeschrieben. Nee, überhaupt nicht. Es geht mir ja nicht ums Aussehen, eher um den Charakter. Okay, was machst du hier, Manix? Mich mit einem Kumpel treffen. Kumpel, ne? Ja. Erste Treffen? Nee. Wie oft schon? Geheim. Ich frage nur, wie oft ihr euch getroffen habt, so was daran geheim. Einmal. Was lief da schon? Wer weiß. Lief nix? Nee. Sicher? Ja. Wie läuft's denn generell so bei dir mit Jungs? Ja. Dauert die Umfrage noch lange? Was machen die da? Lass mal an. Was macht ihr hier? TikTok. Ja. Ist euch nicht kalt oder so? Nein. Warum? Ja, sieht so aus. Ja, ist aber nicht. Bad bitches never get cold. Und was wolltet ihr jetzt? Ihr seid sehr extrovertiert aus. Dankeschön. Was sind deine Hobbys so?
Shoppen, gut aussehen, schminken. Wie läuft's bei dir so? Also stehst du jetzt auf Frauen oder Männer? Auf Frauen. Ich bin eine Lesbe. Also stehst du jetzt wirklich auf Frauen? Ja. Wie läuft's bei dir? Gut. Hab viele Chicks. Wie oft triffst du dich in der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag. Period. Beweis? Ha? Beweis? Hab ich irgendwelche Beweise? Nein, hab ich nicht. So. Warum? Warum sollte ich? Ja, ich weiß nicht. Wer groß redet, muss auch beweisen können so. Ach, wofür brauche ich das zu beweisen? Ich weiß für mich selbst. Wie läuft's bei euch denn so mit Jungs? Bei mir eigentlich normal so. Was heißt denn normal? Wenn man so ein PlayStation-Spiel spielt, ne? Da gibt's so leicht, normal, schwer, ne? Und bei dir läuft's einfach normal, ne? Ja. Also ist es der? Ja. Kannst du mal kurz reinkommen? So, jetzt mal sehen, ob hier gelogen wurde oder nicht. An diesem Tisch wird nicht gelogen, ne? Wie oft habt ihr euch schon getroffen? 15 Mal. Nee, sag mal. Ja, zweimal. Zweimal? Da hast du aber gelogen, ne? Wie läuft es bei dir so mit den Mädchen? Ganz okay. Das ist cringe, wenn die beiden hier auf sich stehen, ne? Ganz normal halt. Haben wir es dann? Mit wie vielen hast du so Kontakt? Wie viel hast du so Kontakt? Ja, mit ihr. Nur mit ihr? Ja. Gentleman, ne? Ja. Der weiß die Antworten gut, ne? Der hat die schon studiert. Sie meinte, sie hat mit ein paar mehr Jungs Kontakt. Was sagst du dazu? Nichts. Findest du okay? Ja. Sicher? Ja, wie lange dauert es noch? Okay, alles gut, viel Spaß euch noch, ja. Ey, Digga, ich schwör's dir, die denken sich einfach nur, oh, macht der auch TikTok? Ja, der ist sogar mehr als ich. Ja, und dann doch traut er sich in die Kamera zu kommen, oder was? Lorano, du das ist immer bei diesen TikTokern. Gegen dich persönlich, das ist immer von diesen TikTokern. Digga, ich hab Umfragen gesehen, wo TikToker mitmachen, auf TikTok, auf TikTok machen die so auf Selbstbewusst und so, aber dann bei Straßenumfragen sind die auf einmal so, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, das habe ich nicht gesagt. Na, ich bin nicht relevant. Kommt noch. Period, ich weiß. Nee, okay, jetzt mal ohne Spaß. Also was soll das heißen? Was soll ich davon halten jetzt so normal? Ich weiß es nicht. Weiß selber nicht, ne, was normal ist. Könnte auch schwer sein, ne? Okay, habt ihr sonst Erfahrungen mit Drogen oder so? Nein. Ganz, ganz sicher? Ja. So 100%? Ja. Okay, noch nie Alkohol getrunken? Doch. Ey, ich weiß nicht. Ich sage ganz, ganz sicher, so 100%, ganz, ganz sicher. Du hast doch Drogen gesagt. Alkohol ist doch kein Drogen. Doch, ist auch eine Droge. Hä, Drogen? Ja. Was, hä? Ja, ich dachte, das wären keine Drogen. Ey, guck mal, das Ding ist, Idiotentests sind out, ne? Ich glaube, das ist eine neue Idiotentestfrage. Heute wieder Alkohol trinken, gar keinen Bock. Nein, alles gut, wenn du es nicht wusstest, ist doch okay, jetzt weißt du es. Jetzt hast du was Neues dazugelernt. Ich meine es jetzt ernst, jetzt ohne Spaß. Ja, ich will es auch ernst. Okay. Ich wollte wissen, worum es ging. Also, wofür das war? Ist so, YouTube? Ja, YouTube. Nee, YouTube. YouTube, ich dachte, es wäre ein Schulprojekt.